So schaut das Ganze jetzt aus. Das sind praktisch meine ganzen Transistoren, die mir während der letzten ein, zwei Jahre bei den Tests kaputt gegangen sind. Ja, und messihaft, wie ich da ab und zu mal bin, konnte ich mich von den Dingern nicht trennen. Zum Glück, eventuell, wie ich heute mitgekriegt habe. Ja, bin ich über ein Video gestolpert worden. Ja, ich tue es dann mal unten verlinken. Danke nochmal an denjenigen, der es an mich geschickt hat. Wo drin beschrieben worden ist, damit man die Dinger als Solarzelle benutzen kann. Ja, diesen Chip da in der Mitte. Ja, bei den meisten kann ich augenscheinlich auch gar nichts erkennen. Die waren also nicht komplett durch gewesen, die haben nur einen kleinen Klatscher weg gehabt. Also die Bedini-Motoren haben komplett anders reagiert, wenn man so ein Ding dran gehabt hat, als wenn ein richtiger, originaler, funktionierender dran gewesen ist. Ja, naja, machen wir mal ein paar Tests, wa? Ja, hier bei dem ist es. Nee, bei dem hier. Seht ihr, da fehlt ein Beinchen. Da muss ich dann noch eins ranlöten. Ja, die kleinen hier dürften 3055er sein. Nee, das sind 3055er. Das sind kleinere und das sind BUX408. Mal gucken, ob dann die größten auch den größten Strom rauspoltern. Ja, hier mal so zum Vergleich ein paar, die wir dann nimmer verwenden. Also so kann das dann auch aussehen. Einige Hersteller machen dann auch hier so eine Schutzpaste drüber. Ja, das war der einzige, wo ich gesehen habe, dass da wirklich auf der Platine was weggebrochen, weggeschmolzen war. Ja, und das ist die alte Version. So sehen alte Transistoren aus. Das ist ein alter. Was ist das für einer gewesen? Das ist ja klar, glaube ich, PNP-Transistor. Mhm. Na gut. Ja, das sind also NPN-Transistoren, ne? Ja, wie ihr in dem Vergleichsvideo und dem Englischen da schon erfahren habt. Also N, P und N. So, jetzt tun wir die Ns oder Negativs, wenn man es so übersetzen will, mal zusammentüdeln. Gut. Und wir legen es unter die künstliche Sonne. Ja. Und Messgerät dürfen wir natürlich nicht vergessen. Okay, so, bis jetzt haben wir noch nichts. No. Mal einschalten. Ah, hella die Waldfee. Unterwegs ein halbes Volt. Ordentlich. Bei so einer kleinen Fläche hier. Welche Fläche ich meine. Das. Ja gut, dann bauen wir uns halt mal eine ganze Reihe von den Dingern. Ne? Faszinierend, was es da wieder für Unterschiede gibt. Das ist auch ein 3055er. Und der hat, ohne damit ich meine künstliche Sonne einhab, schon 300 Millivolt. Krass. Wenn wir ins Dunkel gehen, hier ist es dunkel. Im Dunkeln hat er immer noch. Oho, heftig. Krasse Sache. Mhm. Sogar die Energiesparlampe. Die Helligkeit davon reicht aus, um den auf knapp ein halbes Volt zu bringen. Ja, bis jetzt aber nur bei dem so, ne? Bei den anderen hier muss ich richtig schöne Sonnenstrahlung drauf geben. Erst dann zeigt mir das Multimeter was an, aber bei dem hier. Also auch kleine feine Unterschiede. Das wird noch mysteriöser. Also erstmal was nicht so mysteriös ist. Jetzt habe ich die 5 Stück in Reihe geschalten. Und wir ziehen, wenn wir kein Licht haben, was heißt wir ziehen, ist konvertiert. Was weiß ich, was es konvertiert. Wenn ich die Hand drüber halte, geht es weg. Okay, also durchs Licht. Definitiv durchs Licht. Sind wir bei 1 Millivolt, Hand wieder weg bei 8. So, wenn wir mal das Licht richtig einschalten. Okay, so. 1,5 Volt. Damit. Ja, und wenn ich dann richtiges Sonnenlicht hätte, ne, wenn ich mal wieder am Tage experimentiere, mal gucken, wenn die Sonne mal wieder scheint, müsste das sogar noch mehr werden. Schöne kleine Solarzelle. Na gut, okay, zum kleinen 1,5 Volt Batterien laden, müsste das eigentlich reichen, ne? Mhm. So, ja, jetzt haben wir ja aber noch was Mysteriöses. Moment.
Weil nämlich die zwei Kollegen hier, leider habe ich mir nicht aufgeschrieben, wo ich die Kappen runtergesägt habe, von welchen Transistoren das sind. Ich tue die möglichen Transistoren dann alle nochmal zeigen. Ne? Aber die zwei ausgerechnet. Die pendeln so schon ordentlich rum. Jetzt ist der Effekt auch nochmal da, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Da waren manchmal Spannungsspitzen bis 1,6 Volt. Aha. Zeigt auch schon 200 Millivolt, ohne dass ich hier ein Minus dran habe. Was ist denn hier los? Ist nur eine Seite dran. Okay, machen Plus wieder ran. Ja, jetzt macht er gar nichts mehr Mysteriöses. Was ist der hier ab? Das wäre natürlich fatal. Gucken. Doch, alles klar. Hier ist er. Der macht Spirenzchen. Den muss ich doch nochmal festlöten. Okay, also nochmal eine kleine feine Lötsession einlegen. Okay, dann halt hier. 400 Millivolt. Obwohl nur einer ziemlich dilettantisch rangelötet ist. Also der hat definitiv keine ordentliche Verbindung hier. Wenn er eine hätte, ich kann ja dann mal ein bisschen draufdrücken mit dem Schraubenzieher. Gucken, ob wir das so halbwegs hinkriegen. Ich drücke. Ja, passiert auch nicht mehr. Also hier ist schon halbwegs, doch jetzt, genau. Habt ihr gesehen, geht kurz auf 1,6 Volt hoch. Ja, und vorhin, bevor ich dran rumgemehrt habe, habe ich so gehabt, damit ich die ganze Zeit so gehabt habe, dass immer zwischen 1,6 Volt und 20, 30 hin und her geschwankt ist. Ja, und jetzt das Teil ist wieder lose hier. Ach, irgendwie auf dem Zeug hält da irgendwie nichts so richtig. Schade. Ja, wäre schon ziemlich nah dran an der freien Energiemaschine gewesen. Weil hier ist ja wirklich fast überhaupt kein Licht. Okay, mal noch ein bisschen löten. Jawohl, die Löterei hat sich gelohnt. Gefällt mir. Obwohl absolut hier noch kein Licht eingeschalten ist. Was geht denn? Findest du auch krass, wa? Tja. Wenn das schon so gut funktioniert, ohne Licht, nur mit zwei von den Dingern, wie gut funktioniert es denn erst mit Licht? Läuft. Okay, zwei Stück in Reihe bei konstantem 1 Volt. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, weil so springt es ja, oder haben wir Wechselspannung? Nee, Wechselspannungsanteil ist nix. Gleichspannung haben wir. Okay. Ja, jetzt pendelt es wieder schön hin und her nach dem Ausschalten. Und selbst wenn ich meine Hand komplett drüber tue, so. Okay, jetzt haben wir nichts. Bisschen aufmachen. Ganz kleines bisschen. Eigentlich, ne? So. Sehr viel Licht kommt da jetzt nicht ganz, also kommt da jetzt nicht dran. Nur durch die Reflexion, jedenfalls kein direktes Licht kommt dran. Und trotzdem liefert es 300 Millivolt. Tja, die Transistoren. Schöne Sache. Okay, gucken wir mal, wie viel Power die Dinger haben. Na? Also, vorhin bin ich kurze Zeit auf die Idee gekommen, LEDs mit dazwischen zu schalten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist eigentlich allgemein bekannt, dass LEDs auch als Solarzelle funktionieren. Ja? Also, wenn ihr die ins Licht haltet, kommt auch Strom hinten raus. Ja, bei mir hat es dann aber ganz schön pulsiert und irgendwie war die Stromstärke gar nicht so berauschend, nach der Beschaltung, so wie die hier original beschalten ist. Ja, vielleicht mal was Eigenes einfallen lassen, deshalb habe ich jetzt erstmal nur die Transistoren genommen. Ihr seht, mein Akku ist ziemlich nieder.
bei 1,186 Volt. Ja, und wenn hier wirklich so viel Stromstärke dahinter stecken soll, müsste das ja auch so funktionieren, hier, ne, den direkt zu laden. Okay, schauen wir mal. Eingeschalten ist und die Spannung ist noch gleich. Das geht ratzfatz hinauf. Wenn man nur den Minus anschließt, den habe ich vorhin vergessen. Ja. Scheint also ganz gut zu funktionieren. Ich denke mal, brauche ich dann die Diode hier unbedingt im Eingang? Mal abwarten. Ja, schon ganz schön faszinierend, ne? Mit so einer kleinen Fläche. Und Kunstlicht, noch dazu gesagt, ne? Okay, also morgen bei Sonnenlicht lasse ich den mal komplett voll laden. Ich werde dann mal noch nachtragen, wie lange es ungefähr gedauert hat. Aber ja. Was man aus Schrott doch noch so alles Schönes machen kann.